unsere Kolleginnen und Kollegen in Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone der Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Markus at Home, Herrn Professor Nikolaus Marx in Aachen und Herrn Professor Harald Suri in Graz, um interdisziplinär die 2023 Leitlinien der European Society of Cardiology zum Management kardiovaskulärer Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes mellitus zu diskutieren, die von Professor Marx vor wenigen Wochen beim ESC-Kongress in Amsterdam vorgestellt und im European Heart Journal publiziert wurden. Lieber Herr Marx, lieber Herr Suri, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir diese noch ganz druckfrischen Leitlinien hier kardio-diabeto-nephrologisch diskutieren. Ganz kurz zur Einleitung. Professor Suri ist ja schon altbekannter Gast auf unserer Plattform. Er ist Endokrinologe und Diabetologe an der Medizinischen Universität in Graz, dort Forschungseinheitsleiter der Trials Unit für interdisziplinäre metabolische Medizin und außerdem Pastsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Diabetologie. Professor Marx ist Ordinarius für Innere Medizin und Kardiologie am Universitätsklinikum Aachen. Professor Marx hat über viele Jahre, glaube ich, die deutsche Diabetologie vorangebracht und nach klinisch-wissenschaftlichen Aufenthalten in München und Boston über Ulm dann den Weg ja nach Aachen gefunden und seit vielen Jahren eigentlich schon den Schwerpunkt in Atherosklerose, Inflammation und eben Diabetologie. Und wie wir gehört haben, ist er Erstautor der aktuellen ESC-Leitlinie und wir freuen uns sehr, dass er uns die hier vorstellen wird. Lieber Nico, damit ist die Bühne deins und vielen Dank für den Vortrag schon mal. Ja, lieber Stefan, vielen Dank, Herr Heine, vielen Dank für die Einladung. Das ist mein Conflict of Interest Slide. Ich habe Interaktion mit verschiedenen Firmen in dem Gebiet, bekomme aber persönlich keine Honorare. Die Leitlinie ist entwickelt worden, gemeinsam mit Kardiologen, Diabetologen, Nephrologen, einer Patientenvertreterin und Pflegekräften, um letztlich das Management kardiovaskulärer Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes evidenzbasiert zusammenzufassen. Und das ist die zentrale Abbildung unserer Leitlinie, in der wir zwei große Schwerpunkte gemacht haben. Zum einen das Screening und die Evaluation von Patienten, um diejenigen Patienten zu identifizieren, die neben dem Diabetes kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Typ 2 Diabetes ASCVD, Typ 2 Diabetes Herzinsuffizienz. Vor dem Hintergrund, dass Patienten mit Diabetes ein hohes Risiko haben, kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln. Darüber hinaus haben Patienten mit Diabetes ein hohes Risiko, eine chronische Niereninsuffizienz zu entwickeln. Und das Vorliegen einer CKD geht einerseits mit einer verschlechterten Prognose einher, aber die CKD selber hat andererseits direkten Einfluss auf die Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen. Und die Identifizierung dieser Patienten ist ein großer Fokus. Der zweite Fokus liegt auf der evidenzbasierten, personenzentrierten Therapie zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos in Patienten mit Typ-2-Diabetes und atherosklerotischen Gefäßerkrankungen, ASCVD, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz und Typ-2-Diabetes und CKD. Vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der Patienten, die wir sehen, das heißt diejenigen, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben, eine unentdeckten Diabetes haben, geben wir eine Klasse-1-Empfehlung dahingehend, dass alle Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen gescreent werden sollen auf das Vorliegen eines Diabetes. Und wir sagen auch wie, nämlich durch Bestimmung der nüchternen Glucose und oder dem HbA1c-Wert, dass die Diagnose direkt gestellt werden kann. Umgekehrt geben wir eine Klasse-1-Empfehlung bezüglich der Identifizierung kardiovaskulärer Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes. So wird es empfohlen, die Anamnese und das Vorliegen von Symptomen, die naheliegend sind für das Vorliegen einer atherosklerotischen Gefäßerkrankung bei allen Patienten mit Diabetes durchzuführen. Und bei der Herzinsuffizienz sind wir sogar noch ein Stück stringenter, weil wir wissen, dass viele Patienten mit Diabetes eine unentdeckte Herzinsuffizienz haben. Und hier sagen wir, dass ein Systematic Survey, das heißt, die symptomatische Erfassung von Herzinsuffizienzsymptomen oder Zeichen der Herzinsuffizienz bei Patienten mit Diabetes empfohlen wird, und zwar bei jedem klinischen Kontakt. Letztlich empfehlen wir, diejenigen Patienten zu identifizieren, die eine chronische Nierenerkrankung haben. Und hier gibt es ebenfalls eine Klasse-1-Empfehlung bezüglich des routinemäßigen Screenings für das Vorliegen einer Nierenerkrankung. Und zwar sagen wir auch hier wie, nämlich durch Bestimmung der eGFR und durch Bestimmung der Albuminurie, was in der Kardiologie bislang nur bedingt Einzug gehalten hat, aber gerade für die Risikostratifizierung und die Implementierung
neuer Therapien von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und wir sagen auch hier, wie man das macht, nämlich indem man die UACR, also die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio im Spontanurin bestimmt. Wenn diese Komorbiditäten identifiziert werden, gibt die Leitlinie Empfehlungen zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos, und zwar Empfehlungen unabhängig von der Blutglukosekontrolle zunächst. Der Zucker ist zunächst raus und natürlich zusätzlich zur Standardtherapie. Und in der Gabe blutzuckersenkender Substanzen haben wir ein neues Konzept eingeführt, dergestalt, dass besondere Aufmerksamkeit gelegt wird auf den Nachweis des kardiovaskulären Benefits oder zumindest der Sicherheit der glukosesenkenden Medikamente. So empfehlen wir die Priorisierung solcher Substanzen, die einen nachgewiesenen kardiovaskulären Benefit haben, gefolgt von Substanzen mit nachgewiesener Sicherheit, aber in jedem Fall vor Substanzen, die weder kardiovaskulären Benefit noch Sicherheit gezeigt haben. Und wir sagen sogar, dass es empfohlen wird, Substanzen umzusetzen, und zwar Substanzen, die keinen nachgewiesenen Benefit oder nachgewiesene Sicherheit haben, zugunsten von Substanzen, die das haben. Klassisches Beispiel, bestimmte Sulfonylharnstoffe haben weder Sicherheitsdaten noch Benefit. Und hier wird empfohlen, wenn kein SGLT2-Inhibitor oder GLP-1-Rezeptoragonist an Bord ist, für den wir diese Daten haben, die Substanzen umzusetzen. Sie sehen, das ist eine Klasse 1, aber Level C-Empfehlung, das ist Expertenkonsens innerhalb dieser Taskforce gewesen. Jetzt lassen Sie uns angucken, die Empfehlungen für Typ-2-Diabetes und atherosklerotische Gefäßerkrankung, ASCVD, das heißt KHKP, AVK oder Karotisstenose. Diese Abbildung werden Sie in der Art im folgenden dreimal sehen. Der obere Teil erfasst die Empfehlungen zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos, unabhängig von der Glukosekontrolle, vom HbA1c oder der begleitenden blutzuckersenkenden Medikation. Und im unteren Teil wird dann darauf eingegangen, was soll ich denn idealerweise geben, wenn eine weitere Glukosekontrolle nötig ist. Betrachten wir zunächst Patienten mit Typ-2-Diabetes und atherosklerotischen Gefäßerkrankungen. Und hier geben wir unabhängig von der Glukosekontrolle und dem HbA1c eine Klasse-1-Empfehlung für GLP-1-Rezeptoragonist und SGLT2-Inhibitor zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos. Und Sie sehen, wir geben diese Empfehlung nebeneinander und beide Substanzklassen müssen an Bord, denn für beide ist sehr stringent, unabhängig voneinander, die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse gezeigt. Die Fußnote gibt an, für welche Substanzen das hier gilt. Es gilt nicht für alle GLP-1-Rezeptoragonisten und auch nicht für alle SGLT2-Inhibitoren, aber das steht in der Leitlinie eben geteilt drin. Nochmals, das gilt unabhängig vom Basis-HbA1c, unabhängig vom HbA1c, den Sie erzielen wollten, und unabhängig davon, was Sie an glukosesenkender Medikation an Bord haben. Aber wenn dann der HbA1c nicht im Zielwert ist, zum Beispiel, und eine weitergehende Glukosekontrolle nötig ist, dann kategorisiert die Leitlinie drei Klassen von Substanzen. Solche mit naheliegendem Benefit auf dem Boden von Studien, hier gibt es eine Klasse 2a-Empfehlung, also sollte erwogen werden für Metformin, und eine Klasse 2b-Empfehlung für Pioglitazon kann erwogen werden. Pioglitazon wird in Deutschland relativ wenig verordnet, aber die Leitlinie ist eine europäische und in der Regel orientiert sich ein Großteil der Welt an dieser europäischen Leitlinie, und in vielen Ländern wird Pioglitazon gegeben, sodass wir diese Empfehlung hier aufgeführt haben. Wichtig ist Vorsicht bei Patienten mit Herzinsuffizienz und solchen mit einem hohen Risiko für Herzinsuffizienz. Dann gibt es Substanzen, für die wir wenigstens wissen, dass sie kardiovaskulär sicher sind. Dazu zählen DPP-4-Inhibitoren, Sitagliptin, Alogliptin, Linagliptin, Ertugliflozin, der SGLT2-Inhibitor hat die MACE-Rate nicht reduziert, aber Sicherheit gezeigt. Für Chlieglazid und Glimepirid gibt es Daten für diese Sulfonylharnstoffe und für die langwirksamen Insuline, Insulinglargin oder Degludec und für bestimmte GLP-1-Rezeptoragonisten, die oben jetzt nicht erwähnt waren. Und dann gibt es Substanzen, für die wir letztlich keine Sicherheitsevaluation haben. Betrachten wir die Therapie von Patienten mit Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz. Und wieder im oberen Teil die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse und unten die Glukosekontrolle und zur Reduktion Herzinsuffizienz assoziierte Endpunkte. Und das meint
kardiovaskulären Tod und Herzinsuffizienzhospitalisierung wird ein SGLT2-Inhibitor empfohlen für alle Patienten mit Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz. Und das gilt unabhängig von der Ejektionsfraktion, das heißt für Patienten mit HEF-PEF, HEF-MREF und HEF-REF. Und das gilt unabhängig vom HbA1c-Wert und unabhängig von der begleitenden blutzuckersenkenden Medikation und natürlich on top of Standard of Care, also zum Beispiel HEF-REF-Patienten brauchen natürlich den ACE-ARM oder ARNI, den Mineralocorticoid-Rezeptor-Agonisten oder den Beta-Block. Wenn jetzt bei diesen Patienten eine weitere Blutzuckereinstellung nötig ist, dann kategorisiert die Leitlinie zwei Gruppen, und zwar im oberen Teil solche Substanzen, von denen wir aus kardiovaskulären Endpunktstudien wissen, dass sie sicher sind. Und das gilt für GLP-1-Rezeptoragonisten. Die bekommen eine Klasse 2a-Empfehlung, also sollten erwogen werden. Für die DPP-4-Inhibitoren Sitagliptin und Linagliptin, für Metformin und für Insulin, Glargin und Degludec. Hier haben wir Daten, dass sie nicht zur Herzinsuffizienzhospitalisierung oder Verschlechterung führen. Im Gegensatz dazu gibt es Substanzen, die in den Outcome-Studien gezeigt haben, dass die Herzinsuffizienzhospitalisierung vermehrt auftritt. Und das gilt für Pioglitazon und das gilt für Saxagliptin. Und folgerichtig haben wir hier eine Klasse 3-Empfehlung gegeben. Das heißt, diese Substanzen sind bei Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz nicht empfohlen. Betrachten wir die Therapie von Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung. Hier zunächst einmal die Empfehlung des routinemäßigen Screenings durch Bestimmung der EGFR und der UACR im Spontanurin, und zwar auf dem Boden dessen, dass die EGFR primär die Funktion adressiert und die Albuminurie den Schaden an der Niere, aber für die Kategorisierung, sowohl für das Risiko, eine Dialysepflichtigkeit zu entwickeln, das sehen Sie hier in der Kadigo Heatmap, aber das Risiko auch, den kardiovaskulären Tod zu erleiden oder zu sterben, das, was hier dargestellt wird, in Rot das hohe oder in Orange das sehr hohe in Rot oder das hohe in Orange, das dieses Muster spiegelt sich wieder, wenn wir über kardiovaskuläre Mortalität und Gesamtmortalität reden. Das heißt, auch für uns Kardiologen ist es wichtig, das zu erfassen. Welche Empfehlungen geben wir? Wieder im oberen Teil die Reduktion des Risikos. Und hier gehen wir bei CKD und Typ-2-Diabetes auf das Risiko ein, auf die Risikoreduktion ein für kardiovaskuläres und Kidney-Failure-Risiko. Zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos wird eine statinbasierte Therapie empfohlen. Das gilt für Patienten, die noch nicht an der Dialyse sind. Da haben wir gute Daten. Aus 4D zum Beispiel wissen wir, aber in der Dialyse sieht es etwas anders aus. Und zur Reduktion des renalen Risikos ACE-Hämmer oder Sartane. Und dann gibt es Substanzen und Interventionen, die gezeigt haben, dass sie sowohl das kardiovaskuläre als auch das renale Risiko reduzieren. Und so geben wir eine Klasse 1-Empfehlung für SGLT2-Inhibitoren. Hier wieder die Substanzen genannt. Die Daten kommen vor allem aus DAPA-CKD und EMPA-Kidney, aber auch aus Credence für Empagliflozin, Dapagliflozin und Canagliflozin. Und für den nicht steroidalen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonist Finerenon, der ja bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und DKD, diabetischer Nierenerkrankung, eine klare Reduktion renaler und kardiovaskulärer Endpunkte gezeigt hat. Und das Ganze natürlich mit stringenter Blutdruckkontrolle, das heißt systolisch den Blutdruck unter 130 mm Hg. Auch hier wieder, wenn eine weitere Glukosekontrolle nötig ist, dann kategorisieren wir zwei Substanzen, aber ohne Empfehlungen zu geben, den naheliegenden Benefit durch GLP-1-Rezeptoragonisten, und wir nennen Substanzen, die neutral sind oder keinen Benefit haben. Dieser Aspekt hier wird sicher spannend. Sie haben sicher gehört, dass die FLOW-Studie die Semaglutid bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD untersucht, vorzeitig abgebrochen wurde wegen klarem Benefit, und das wird sich im Verlauf sicher ändern. Das sind die Empfehlungen, die wir geben für Patienten mit Typ-2-Diabetes und diesen Komorbiditäten. Aber die Leitlinie befasst sich natürlich auch mit der Therapie und der Risikokategorisierung von Patienten, die keine Komorbiditäten haben. Und hier führen wir ein neues Konzept ein, dergestalt, dass es für Patienten ohne atherosklerotische Gefäßerkrankung oder schweren Endorganschaden jetzt einen spezifischen Score gibt,
der bei Typ-2-Diabetes-Patienten das 10-Jahres-Risiko kategorisiert, ein tödliches oder nicht tödliches kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden, also tödlichen und nicht tödlichen Schlaganfall oder Myokardinfarkt. In der Kardiologie kennen wir den Score 2, das ist ein Score, in den geht Alter, Cholesterin, HDL, Rauchen und Blutdruck und Geschlecht ein. Und der gibt uns einen Eindruck über das 10-Jahres-Risiko. Und der Score 2-Diabetes erweitert diesen Score, indem er diabetes-spezifische Faktoren integriert. Diabetesdauer, HbA1c-Wert und Niereninsuffizienz. Der ist kalibriert auf verschiedene Regionen in Europa und den gibt es unterschiedlich für Männer und Frauen. Und wir empfehlen nun, dass die Risikokategorisierung definiert wird durch die Frage, liegt eine ASCVD oder ein schwerer Endorganschaden vor? Wenn das nicht der Fall ist, die klare Empfehlung, diesen Score einzusetzen. Und damit kommt man weg von diesem Eye-Bowling. Der Patient hat ein bisschen Risikofaktoren, der wird schon so ein Risiko haben. Das kann man jetzt sehr gut quantifizieren und kategorisieren. Wie sieht das praktisch aus? Der Patient mit Typ-2-Diabetes kommt zu Ihnen, man fragt, hat er eine atherosklerotische Gefäßerkrankung oder einen schweren Endorganschaden? Die Definition sehen Sie hier unten aufgeführt. Hier geht vor allem die einschränkende Nierenfunktion einher. Wenn das der Fall ist, hat er ein sehr hohes Risiko. Wenn er die beiden nicht hat, dann empfehlen wir die Kategorisierung mittels dieses neuen Score 2 Diabetes. Den kann man im Übrigen auf einer App runterladen. Ist ganz einfach zu handeln. Kann man den Patienten anhand eines Tachometers auch zeigen, wo sein Risiko liegt. Und wenn das unter 5% ist, hat er ein niedriges, zwischen 5 und 10 ein moderates, zwischen 10 und 20 ein hohes und 20 oder mehr ein sehr hohes Risiko. Und das hat Implikationen für die Therapie. Zum Beispiel für den LDL-Zielwert, den Sie bei Ihrem Patienten mit Typ-2-Diabetes erreichen wollen. Patienten mit moderatem Risiko sollten ein LDL-Cholesterin unter 100 haben, bei hohem Risiko unter 70 und bei sehr hohem Risiko unter 55. Darüber hinaus hat das Auswirkungen auf die Gabe blutzuckersenkender Substanzen. Ich habe Ihnen hier schon gezeigt, die Patienten mit ASCVD haben eine Klasse 1-Empfehlung für GLP-1-Rezeptoragonisten und für den SGLT2-Inhibitor. Aber die Datenlage für diejenigen, die keine atherosklerotische Gefäßerkrankung, ist gar nicht mehr so klar. Und so empfehlen wir die Kategorisierung, liegt keine ASCVD oder schwerer Endorganschaden vor, aber der Score ist größer, 10% oder größer, dann hat der Patient ein hohes oder sehr hohes Risiko. Und dann geben wir eine Klasse 2b-Empfehlung für Metformin, SGLT2-Inhibitor oder GLP-1-Rezeptoragonist. Das heißt, kann erwogen werden, weil es fehlt uns klare Evidenz, dass wir hier wirklich Ereignisse reduzieren. Und für Patienten mit moderatem oder niedrigem Risiko geben wir eine Klasse 2a-Empfehlung. Sollte erwogen werden für das Metformin. Das sind Daten, die vor allem aus UKPDS kommen. Was hat die Leitlinie sonst noch? Wir haben Aspekte beleuchtet, Lebensstilmodifikation. Wir haben Blutzuckerzielwerte bei Patienten mit Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen, Blutdruck, Lipidziele, antithrombotische Therapie. Wir haben ein Kapitel zur Management der KHK und Diabetes. Es gibt ein Kapitel zu Arrhythmien, zur PAVK und wir haben ein dezidiertes Kapitel zu Typ-1-Diabetes eingeführt. Hier gibt es wenig Daten, aber das, was es gibt, haben wir hier als Empfehlung zusammengefasst. Das heißt, zusammenfassend die zentrale Abbildung nochmal wichtig, die Identifizierung der Patienten, die diese Komorbiditäten haben, denn es hat Implikationen für die Prognose und für die Therapie und diese evidenzbasierte, personenzentrierte Therapie für die einzelnen Komorbiditäten zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos ist hier im Detail aufgeführt und entscheidend, dass das unabhängig von der Glukosekontrolle ist und natürlich zusätzlich zur Standardtherapie, das heißt, der Patient hier mit KHK kriegt natürlich Aspirin und Statin, aber wenn er den Diabetes hat, eben noch diese beiden anderen Substanzen und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen ja, Ritt durch die lange Leitlinie in kürzester Zeit mit allen Informationen drin. Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend darüber diskutieren. Wir haben zwei Punkte. Einerseits auch für unsere Zuschauer. Professor Marx muss aus konkurrierenden Termingründen uns irgendwann verlassen. Leider, vielleicht haben wir ein paar Minuten Zeit, lieber Herr Suri. Vielleicht würden wir Sie bitten, gerne, dass Sie das etwas kommentieren oder vielleicht mit einer Frage anfangen.
Ja, da, danke für die tolle Zusammenfassung und glaube ich auch für die tollen Leitlinien, die wir hier gesehen haben. Und das, was mir ganz besonders gefällt, ist jetzt die Einführung von diesem Score, der auch für Diabetes gilt, weil ich glaube, wir sind schon in Schwierigkeiten gekommen in letzter Zeit, basierend auf den klinischen Studien, diese Hochrisikokollektive zu definieren. Ist es jetzt wirklich die Hypertrophie und mit welchem Alter? Und ich glaube, das ist einfach unübersichtlich geworden. Und da hilft dieses Konzept jetzt, glaube ich, doch deutlich. Das andere, und ich habe Sie auch bei der Präsentation gehört, am ESC, wo Sie gemeint haben, SGLT2-Hemmer, GLP-1-Rezeptoragonisten bei atherosklerotischer Erkrankung eigentlich in Kombination. Wenn man sich dann die Guidelines anschaut, ist es geschrieben nicht mehr ganz so hart, dann ist es das And oder Or. Und ich glaube, die diabetologischen Gesellschaften machen es auch so. Sorry, da muss ich Sie unterbrechen. Das ist in der Tat in der letzten Drucklegung ein Fehler gewesen. Und ich habe Ihnen die revidierte Figur eben gezeigt. Das erscheint im European Heart Journal. Das ist total irre. Man hat 140 Seiten, liest 1000 Mal. Am Ende stand es drin. Wir haben es rausgenommen. Wichtig ist uns beide nebeneinander. Und mittlerweile haben wir sogar Evidenz aus der Meta-Analyse von Amplitude O und Harmonize, dass das Vorliegen des SGLT2-Inhibitors unabhängig für den GLP-1-Rezeptoragonisten einen Benefit bringt. Aber danke, dass Sie das erwähnt haben. Das gibt mir die Chance, das hier zu korrigieren. Das hat uns schlaflose Nächte gemacht, dass gerade diese entscheidende Figur falsch gedruckt war. Vielen Dank. Also es ist ein End, es soll ein Es ist End ein klares End, ja. sein. Passt, bin ich auch voll dabei. Und ich glaube, das andere, was schön ist, auch wenn wir die Lipidempfehlungen anschauen, ist die Einfachheit und die Klarheit. Ich persönlich habe ein bisschen Probleme gehabt mit den 2021er Präventionsguidelines mit Tier 1, Tier 2. Das ist jetzt für die, glaube ich, die Guidelines anwenden sollen, ein bisschen komplexer geworden als notwendig. Und wir sind dann gern zu den 2019er wieder zurückgegangen, der ESC und ERS, weil sie einfach einfacher waren. Aber da sehe ich wieder diese Einfachheit jetzt auch in diesen Diabetes-Leitlinien. Absolut. Also Ziel dessen, was wir gemacht haben, ist, die Evidenz zusammenzupacken, aber zu translatieren in eine Praktikabilität, die es jedem möglich macht, zu verstehen, was ist. Und diese Präventions mit den verschiedenen Zielen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und das war auch das Feedback, das wir von Kollegen bekommen haben. Das wendet keiner an, wenn es zu komplex ist. Und ich kann nur jedem raten, dieser Score, den kann man runterladen. Das dauert 15 Sekunden, die Sachen rein und Sie kriegen das Ergebnis, wo stehen Sie mit Ihrem Patienten und dann sofort. Da muss ich hin mit dem LDL. Was Sie erwähnt haben zuvor, wir hatten Target Organ Damage, da war die linksventrikuläre Hypertrophie drin. Das war extrem eminenzbasiert. Da gab es überhaupt keine Daten, dass das irgendwie einen Benefit bringt, wenn man dies oder jenes tut. Und ich glaube, da haben wir mit dem Score ein gutes Tool jetzt. Und ich freue mich, dass die Diabetologen das auch so positiv aufnehmen. Ja, und das andere, worauf ich Sie ganz kurz ansprechen möchte, ist Screening-Maßnahmen. Jetzt aus der Sicht des Diabetologen, wann screene ich jetzt für atherosklerotische oder vor allem für koronare Herzkrankheit? Ich glaube, die Empfehlung hier ist ganz klar für symptomatische Patienten. Wie sehen Sie, und wir sehen es in der Praxis immer wieder mit asymptomatischen Patienten, wann, ein bisschen Evidenz gibt es ja. Sollte man es tun oder haben wir einfach noch zu schlechte Daten, um das wirklich zu unterstützen? Ja, exzellente Frage. Also man muss sagen, wir haben natürlich alle Daten angeguckt. Es gibt Szintigraphie-Daten, es gibt CT-Daten, es gibt Karotis-Doppler-Daten, aber in keiner dieser Studien konnte gezeigt werden, dass ein routinemäßiges Screening des asymptomatischen Patienten die Prognose verbessert. Und dann haben wir gesagt, diese Leitlinie muss ja praktikabel sein und das Beste und natürlich auch kostengünstigste am Ende ist eine gute Anamnese, eine gute Untersuchung. Und da mag jemand durchgehen, aber die Evidenz ist nicht da, zu sagen, jeder braucht ein Coronar-CT oder so. Und vor dem Hintergrund sind wir dabei geblieben. Und ich bin eigentlich dankbar um diesen Approach. Sie können sich vorstellen, so eine Gruppe von 24 Leuten, das wurde engagiert, diskutiert. Wir haben das wirklich auseinandergenommen. Und die Empfehlung ist, bei der fehlenden Evidenz, fragt die Patienten, gucken Sie die Patienten an und nur wenn da was ist, den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, ähnliche Thematik haben wir auch mit dem Screening für Herzinsuffizienz, weil natürlich eine gewisse Atemnot bei adipösen, schwerer adipösen Menschen mit Typ 2 Diabetes immer ein bisschen schwierig dann zu differenzieren, was ist jetzt wirklich eine Atemnot, das gewichtsbezogen ist und was kommt irgendwie von der Herzinsuffizienz oder möglichen Herzinsuffizienz.
Also auch das wurde diskutiert. Da gab es auch, ich weiß nicht, ob Sie bei der ESC dabei waren, gibt es so eine Runde immer, fragt die Taskforce. Und da gab es eine sehr sportliche Diskussion, dass jemand gesagt hat, warum wir das NT-proBNP nicht reinnehmen. Die Amerikaner haben das niedrigschwelliger drin, aber auch da gibt es keine Evidenz. Es gibt eine kleine Studie, die gezeigt hat, NT-proBNP-Screening kann sinnvoll sein, aber das translatiert sich wieder nicht in einen Benefit. Und dann haben wir gesagt, gucken Sie die Patienten an, fragen Sie nach Luftnot. Geht er seltener in den Keller und sammelt erstmal die Flaschen, weil ihm das schwerfällt? Also so ganz typische Beispiele. Und auch da wieder der Aspekt, wenn wir empfehlen NT-proBNP, hat das natürlich Implikationen für Kosten. Man hätte eine Klasse C-Empfehlung, können Sie ja machen, aber die Evidenz ist nicht da. Und die ESC hat klare Regeln, wonach sie Empfehlungen geben. Und von daher haben wir gesagt, aber wenn Sie einen Patienten mit Diabetes sehen, jedes Mal fragen, hat sich was geändert, mal kurz gucken, hat er Ödeme oder beim Reinkommen schnauft er mehr, als er es vielleicht beim letzten Mal getan hat. Und ich glaube, also ich glaube ja, basierend auf den Daten, zumindest der Practice-Studie, ist jetzt das bisschen mehr wieder in den Vordergrund rücken, das Bioglitation, du hast gerechtfertigt. Fairheitshalber müssen wir natürlich sagen, die DOSKA-H-Studie versus den Sulfonylhanstoff hat nicht wirklich einen Effekt gezeigt. Aber ich Ja. glaube, Sie haben es ohnehin in Ihrem Vortrag erwähnt, große Rolle jetzt numerisch gesehen spielt Bioglitation in unseren Breiten nicht. Bei uns nicht, aber ich war jetzt online in Indien und in China und in anderen Ländern, spielt das eine Rolle? Ich glaube, als Diabetologe, ich glaube, was man im Auge haben muss, dass man eventuell die 15-Milligramm-Dosis nur nimmt. Da ist die Nebenwirkungsrate geringer, aber natürlich auch die blutzuckersenkende Effekt nicht mehr. Wir haben es drin, haben auch einen Absatz ganz klar reingenommen, dass es eine 2b-Empfehlung ist, aufgrund der Proactive-Daten, aber dass man es mit Vorsicht machen muss, wenn das Risiko der Herzinsuffizienz im Raum ist. Und dann nehme ich mal an, habt ihr ja die Diskussionen gehabt mit den Diabetologinnen, was die Position des Metformins angeht. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ja eher akademische Diskussion, weil meistens ist es ja ein Und Genau. mit den anderen beiden Substanzen. Also ich glaube, kommt in der Praxis weniger relevant vor. Bin aber ganz bei Ihnen, dass es sicher nicht die SGLT2 oder GLP-1-Rezeptoragonisten aufhalten sollte. Genau, das ist der Punkt vor 4 Jahren. Da sind ja bald Freundschaften zerbrochen über das Metformin. Und mittlerweile sind wir aber, glaube ich, alle einig, dass die Datenlage so ist, ob sie Metformin haben oder nicht, die Substanzen machen ihren Benefit. Und in der Regel braucht es ja sowieso noch was zur Blutzuckerkontrolle. Und ganz praktisch kann ich Ihnen bei uns sagen, es gilt für Sie ja auch, die Substanzen sind in Deutschland nur mit Metformin zusammen zugelassen. Das heißt, wir geben 500 Milligramm Metformin und geben dann direkt die Substanz. Ja, Ich wunderbar. fürchte, dass ich mich verabschieden muss. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Danke für die Einladung und ich glaube, Sie diskutieren noch weiter das. Ja, machen wir weiter. Herr Suri, das fand ich spannend, was Sie gesagt haben. Jetzt mal Hand aufs Herz. Es ist ja so, also aus kardiologischer Sicht, gab es was an der Leitlinie, wo Sie sagen, das ist schwierig oder das hätte ich anders formuliert? Aus Ihrer Sicht gibt es vielleicht doch noch andere Schwerpunkte, die man aus diabetologischer Sicht ansprechen muss und die vielleicht jetzt aus Sicht des Kardiologen doch ein bisschen unter die Räder gekommen sind? Nein, ich glaube, also wahrscheinlich hatten wir mehr Diskussion mit der letzten Version als mit der jetzigen aus dem heurigen Jahr. Und ich glaube, Diabetologie, zumindest aus meiner Sicht, der klassische Diabetologe, ist ja eher etwas, von dem wir uns wegbewegen, weil es ja irgendwo in unserem Denken noch immer so drinnen ist, wir fokussieren auf den Blutzucker und dann ist Schluss. Das ist es ja eigentlich nicht, schon länger auch nicht mehr. Und ich glaube, über die letzten Jahre sind wir ja mehr zusammengewachsen, wir schon auf dem Blutdruck und die Lipide und alles drumherum, was wir zum kardiovaskulären Reduktion tun können. Ihr tut das. Ich weiß auch nicht, ob wir allalong nicht irgendwo uns mit einer Disziplin in der Mitte treffen, die kardiometabolische Medizin heißt, was auch immer, und sich um die konservativen Dinge kümmert und nicht um die interventionellen Sachen, aber jetzt die klassische Diabetologie, die recht glukosezentriert ist, gibt es ja in dem Sinn nicht. Also aus der Sicht wäre mir jetzt nichts ins Auge gestochen, wo ich jetzt gesagt hätte, na, geht gar nicht oder fehlt.
Das ist ja totales Wasser auf unsere Mühlen. Da können wir uns dran finden. Sie sehen auch an dem Lächeln von Gunnar Heine, Florian Pistorius und mir, dass wir uns darüber freuen und Markus Sellmann, glaube ich, auch. Aber jetzt, ich will da noch mal reingrätschen sozusagen. Also mikrovaskuläre Komplikation. Also wenn ich das mit Diabetologen alles bespreche, die sagen immer, ja, ihr mit euren so und so. Ne? Aber der Patient hat doch Retinopathie, Hirnfunktionsstörungen sowieso. Und dafür müssen wir Insulin geben, weil das senkt den Zucker und nimmt die Spitzen weg oder kommen diese ganzen Argumente. Das ist ja alles in der Leitlinie tatsächlich kaum drin, weil es ja auch eine kardiologische Leitlinie ist. Jetzt zum ersten Mal nicht endorsed durch den Diabetologen, leider, offiziell zumindest nicht. Also gar kein weinendes Auge bei Mikrovaskulatur. Erstens steht die Blutzuckerkontrolle ja sehr wohl drinnen. Also auch wenn Blutzuckerziele nicht erreicht sind, dann soll quasi weiter intensiviert werden. Und auch das HbA1c-Ziel steht ja im Endeffekt sehr wohl in den Guidelines drinnen. Und die unter 7 gelten für die Mikrovaskulären natürlich genauso. Dass der Fokus jetzt ein bisschen ein anderer ist, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Wobei wir fairheitshalber sagen müssen, es ist ja nicht auch für die renalen Komplikationen, der Markus mag mich dann korrigieren, ja nicht nur der Blutzucker, wir haben eh gewusst, das ist die Hypertonie auch, aber auch da haben wir immer mehr substanzspezifische Effekte mit den SGLT2-Hämmern, jetzt offensichtlich GLP-1 und auch mit dem Finerenon. Das heißt, korrekterweise müssen wir sagen, Zucker spielt schon eine Rolle, aber es ist halt auch nur ein Baselstein in der Prävention oder in der Therapie der Nierenkomplikationen. Ich will den Zucker quasi wieder retten. Eigentlich ist die Wirkung der SGLT2-Hämmer auch beim normoglykämischen, nicht-diabetischen Menschen eine antidiabetische Wirkung, weil du ja sozusagen den Zuckereffekt auf Tubulus-Ebene planierst. Weil es da gerade passt, was machen wir, wenn die Patienten dialysepflichtig werden? Die GLP-1-Agonisten sind formal nicht zugelassen. Bei den SGLT2-Inhibitoren wird es noch ein bisschen komplizierter, weil dann ja die Rezeptoren auf den Tubuluszellen irgendwann nicht mehr arbeiten können. Wir setzen eigentlich die GLP-1-Agonisten ganz gerne fort und bei den SGLT2-Inhibitoren wissen wir es so gar nicht, ehrlicherweise. Wie sehen Sie das diabetologisch? Was sollten wir dann machen mit den Patienten? Also ich zumindest wäre ganz bei Ihnen, ja, GLP-1 ja, und dann sind wir aber schnell bei insulintherapeutischen Anwendungen, weil viel mehr Optionen haben wir da nicht. Bioglitazon theoretisch noch als eine Option, aber wie gesagt, ist eher eine kleinere Gruppe bei uns. Ja. Aber da muss man dazu sagen, ich habe jetzt nämlich in 2 Tagen so ein Meeting, ja auch mit Peter Fasching, ich habe jetzt noch einmal die ganze Literatur alles angeschaut, um mich da abzudaten. Bleibt nach wie vor so, dass Patienten mit Diabetes an der Dialyse unterbeforscht sind. Ja, wir haben ja ein Drittel Burnout-Diabetes. Ich habe jetzt noch einmal unsere Patienten angeschaut und da ist halt so ein Sammelsurium, ähnlich bei USADS, welche Insuline verwendet werden. Und das ist schade. Also wir setzen Off-Label GLP-1 ein, haben fantastische Resultate, vor allem für jene, die dann transplantiert werden wollen. Weil wir haben so als Cut-off bei uns, vielleicht ihr auch bei euch, 35 BMI. Aber da gibt es so gar nichts. Also da gibt es, das ist ein völlig heilloses Land. Das sollte eigentlich viel mehr gemacht werden auf diesem Sektor. Ich habe nur eine Frage an dich, Harald. Minority-Programm, mir kommt vor mit den großen Studien, SGLT2, GLP-1 und Typ 2 und dann mittlerweile auch nicht mehr Diabetes und hohes kardiovaskuläres Risiko. Das, was früher so schön und stark beforscht wurde, 80er, 90er Jahre, Typ 1 Diabetes, ist irgendwie so durch den Filter gefallen. Wir dürfen kein Finerenon und GLP-1, da gibt es keine Daten dazu, obwohl es jetzt, glaube ich, eine Studie zu Finerenon aufgesetzt wird, habe ich vom Hido Hasbink gesehen, bei Typ 1 Diabetes und Finerenon. SGD2 traut sich keiner, so irgendwie, Klammer, wir machen das. Gibt es da irgendwas leitlinienmäßig, wo man ein bisschen einen Schritt nach vorne macht oder lässt man die da insgesamt, gilt auch für das LDL übrigens, ein bisschen zurück? Ja, ich sehe jetzt auch nichts Großes. Am ersten war irgendwie die Euphorie nach da für SGLT2-Hämmer und die Rufe, Endpunktstudie auch in dem Kollektiv zu machen. Mit dem Risiko dann für die Ketoazidose sind, glaube ich, diese Rufe ganz schnell auch wieder verhallt dann. Und wir sind weit weg davon, jetzt Endpunktstudien mit diesen Substanzen zu sehen. Wobei wir natürlich schon in die Diskussion kommen, weil auch jemand mit Typ-1-Diabetes kann eine Herzinsuffizienz kriegen und kann natürlich eine chronische Niereninsuffizienz bekommen, wo die Substanzen sehr wohl indiziert werden, fernab jetzt von der Glukosesenkung.
Und ihr wisst es genauso gut wie auch bei uns. Naja, es gibt die schon, die Leute, die halt quasi off-label laufen auf dem SGLT2-Hämmer. Und wenn man die nicht mit der Gießkanne drüber schüttet und auswählt, macht es ja sehr wohl Sinn und funktioniert ja auch gut. Übrigens dasselbe auch für einen GLP-1-Rezeptoragonisten. Nur würde man es jetzt auf alle mit Typ 1 verstreuen, macht es wenig Sinn. Ja. Und ich glaube, dafür haben wir schon ein gewisses Nebenwirkungsrisiko. Aber nein, ich sehe da auch jetzt großstudienmäßig weder bei den Lipiden noch bei sonstigen Substanzen am Typ 1-Sektor was laufen. Wie siehst du das, Gunnar? Ich meine, was machst du mit albuminurischen Typ 1 an, geschweige denn die, die GFR reduziert sind? Ich kenne da viele, auch Prominente, die sagen, es gibt keine Studien, also dürfen wir es nicht geben. Und das, ich finde das hanebüchern und skandalös. Wir sind ja Menschen, die denken können. Wir können doch nicht eine Substanzklasse, die Lebensjahre bringt, denen vorenthalten. Ganz ehrliche Antwort, da ziehe ich mich bei den Typ 1-Diabetes-Patienten wirklich bewusst ein bisschen zurück, weil ich denke, das ist dann ein Bereich, wo der Diabetologe wirklich die ganz klare Expertise hat und da geben wir dem Patienten für diese Therapie auch an den Diabetologen. Das heißt, mit meinen nephrologischen Schultern bin ich nicht breit genug, um das zu probieren. Da haben wir das Glück hier natürlich auch, dass wir im Umfeld Rhein-Main da einige sehr, sehr prominente Typ-1-Diabetes-Zentren haben, sodass wir die Entscheidungen auch geben können. Aber ehrlicherweise, so die Resonanz von dort ist erstmal sehr zurückhaltend, ist mit beiden Substanzgruppen. Aber wir haben ja auch, das ist evidenzbasiert, aber das sagen ja auch viele Diabetologen, Herr Suri, korrigieren Sie mich, dass diese Patienten tatsächlich mehr Typ, also mikrovaskuläre Probleme haben. Und ich kann das bestätigen, ich habe so ein paar in der Betreuung, die haben alles Mögliche, aber tatsächlich kaum eine makrovaskuläre Atherosklerose. Wenn die anderen Risikofaktoren einigermaßen eingestellt sind, sind häufig besser geschult, gehen damit besser um, entgleisen die auch nicht so, nicht immer, aber häufig. Das ist so ein bisschen evidenzbasiert. Gibt es dazu Daten eigentlich? Kardiovaskuläre? Also ja, das zumindest, also schon Daten, vor allem auch noch immer aus der DCCD-Studie, DCC-Edit, dass auch kardiovaskuläre Komplikationen viel mehr Glukose getrieben sind bei Typ 1 Diabetes. Sind wir doch endlich wieder beim Blutzucker angelangt. Also gerade was Typ 1 anlangt, sind da die kardiovaskulären Komplikationen viel mehr jetzt Blutzucker getrieben, als wir es von Leuten mit Typ 2 Diabetes kennen. Ich glaube, dass da die Thematik, da kommen wir schon deutlich besser in die Zielbereiche, als wir das vielleicht vor 20, 30 Jahren getan haben, allein weil sich bei den Insulinen einiges getan hat und weil sich technisch einiges getan hat mit den Sensoren und jetzt quasi mit den Hybrid-Closed-Loop-Pumpen, die uns doch ganz andere Blutzuckerkontrollen ermöglichen und dementsprechend, glaube ich, kommt es zu einem nach hinten Schieben dann dementsprechend der Komplikationen, sowohl mikro- als auch makrovaskulär. Ja. Aber bei Typ 1 ist das Risiko oder die Risikokonstellation, die diese Ereignisse bedingt, ein bisschen anders zusammengesetzt als bei Typ 2. Welchem Typ 2 Diabetiker würden Sie noch Altinsulin geben? Wir sind in Deutschland ja Insulin-Weltmeister, sage ich immer. Ich glaube, Sie in Österreich verwenden deutlich, deutlich weniger Insulin als hier in Deutschland. Das hat verschiedene, ja auch teilweise ökonomische Gründe, warum das so breit verschrieben wird. Ich versuche meinen Assistenzärzten immer beizubringen, bei fast allen Patienten zumindest mal 70 plus, diese ja sehr, sehr, sehr komplizierten Insulinschemata, die dann meistens auch gar nicht in so einen tollen HbA1c münden, zu streichen und dafür die moderneren Substanzen einzusetzen. Wir hatten es mit Herrn Bujunga vor 2 Jahren mal besprochen gehabt. Übersehen wir da möglicherweise Typ-2-Diabetiker? Gibt es noch Untergruppen, wo Sie sagen würden, da brauchen wir wirklich dieses intensivierte Schema mit kurzwirksamen Insulin noch? Das glaube ich schon, ja, wird nur nach hinten geschoben, aber in dem Moment, wo die Beta-Zelle erschöpft ist und einfach die Sekretionsleistung weg ist, muss ich supplementieren. Altinsulin, hätte ich mal gesagt, ist bei uns weg. Kann mich nicht erinnern, wann ich mein letztes aufgeschrieben habe. Haben sich bei uns im stationären Setting noch lange gehalten in den Perfusoren, also IV-Therapie, aber auch da sind sie abgelöst worden. Also eigentlich ausschließlich Analoga, die wir mittlerweile verwenden am kurzwirksamen Sektor, aber ist noch hinten geschoben und alle nationalen, internationalen Guidelines sagen, der erste Schritt dann zur Insulintherapie ist ein Basalinsulin bei Typ 2 Diabetes
und dann im Grunde mal zur Hauptmahlzeit supplementieren, ein kurzwirksames und dann weiter eskalieren, wenn das nicht ausreicht. Also ja, brauchen wir schon, aber doch viel später, als es früher mal gewesen ist. Allerdings dadurch, dass GLP-1-Rezeptoragonisten momentan sehr knapp sind, sehen wir es gerade wieder ein bisschen nach vorrücken. Möchte mal noch eine Frage stellen, weil mich das viele, auch zuletzt auf einer Veranstaltung, auch Hausärzte fragen. Dieses typische Beispiel, es kommt jemand, der schwer kardiorenal erkrankt ist und im Verlauf eines Ereignisses mit der EGFR absinkt, möglicherweise auch in Bereiche, die jenseits der Zulassung sind. Und da bin ich immer relativ liberal und berufe mich immer auf einen nephrologischen Input, die mir immer oder der mir immer nahegelegt hat. Du hast es eben gesagt, Gunnar, das wirkt nicht mehr. Ich sage mal, die Nephrologen sagen immer, es schadet auch nichts. Ist das richtig überhaupt? Also kann man das so stehen lassen? Ich meine, wir haben jetzt eben, ihr habt ausgeführt, es gibt da keine Daten, also da gibt es überhaupt wenig Evidenz. Aber es ist ja eine rein praktische, das haben wir ja im klinischen Alltag ganz oft, ne? Und ich sage immer, lass es drin und möglicherweise ist die GFR bald vielleicht wieder jenseits. Wie ist das denn? Du beziehst dich auf den SGLT2-Inhibitor. Ja, zum Beispiel, also auf alles, was jenseits, also unter EGFR 15 keine Zulassung mehr hat, ne? Zum SGLT2-Inhibitor insbesondere. Ja, wir haben es Herrn Anker mal gefragt vor 2 Jahren. Und Herr Anker, der es wahrscheinlich von allen am besten weiß auf der Welt, hat gesagt, naja, sammeln Sie doch mal die Einzelfälle und publizieren Sie sie dann. Und diese Antworten kriegt man dann ja. Nach allem, was ich weiß, ist es ja in der Tat so, dass das SGLT2 wirklich sehr selektiv im proximalen Tubulus exprimiert wird. Man hat ja spekuliert, es könnte auch irgendwo kardiovaskulär exprimiert werden, aber soweit wie ich das verstehe, ist das nirgendwo überzeugend gezeigt worden. Und dann ist er zumindest beim anurischen Patienten ganz am Ende des Spektrums. Natürlich schon der Punkt, wo man dann sagen muss, naja, wenn ein Medikament gar nicht mehr wirken kann, dann kann es ja bestenfalls neutral sein, schlimmstenfalls schaden, warum soll es so machen? Wir werden eine Studie bekommen, die das zeigen wird. Die wird 2, 3 Jahre, denke ich, noch dauern. Bauchentscheidung bei uns ist oft, wenn die Indikation Herzinsuffizienz da ist und nur dann eigentlich, dann setzen wir das noch fort. Aus diabetologischen Gründen macht es wenig Sinn und aus nephrologischen Gründen natürlich auch keinen Sinn. Aber Markus, lass mich da gerne wienerisch überstimmen. Na, stimmt. Also ist ja auch so vorgesehen, bis zur Dialysebeginn wirken tut das Zeugs. Also off-label nach Absprache mit Patienten, nephroprotektiv haben wir es begonnen bei Patienten mit 11, 12, 13 GFR und dann sieht man einen Dip. Also es wirkt. Vor der Dialyse noch, aber ob das irgendeine Übersetzung in einen kardiovaskulären Benefit hat, weiß ich nicht. Ja, mit Dialysebeginn kann ich, es gibt zwar nominell Studien bei Dialysepatienten, aber das finde ich abstrus, also da kann es nicht mehr wirken. Ja. Und die Frage geht ja weiter dann nach der Transplantation. Und auch diese Frage wird ja adressiert in der gleichen Studie, die jetzt läuft, um zu schauen, wie sieht es da genau aus. Da bin ich zuversichtlich, nur hat man die competing risks, also diese steifen Ventrikel, die chronische Abstoßung und so weiter, ja. Ich habe noch einen Kommentar und anschließende Frage. Was ja sehr schön ist, finde ich, was klar adressiert wird und viel zu wenig gemacht wird, ist dieses niedrig dosierte Rivaroxaban und die pharmakologische Unterstützung der Nikotinkarenz. Beides machen wir extrem selten, beides hat ja eigentlich sehr, sehr gute Daten. Was so ein bisschen, wenn man diese Evidenz jetzt mal aufschlüsselt, ja ganz versteckt drin steckt, ist, dass wir bei chronischer Nierenerkrankung noch tiefere Ziel-LDL-Cholesterinwerte anzielen müssen. Wir hatten ja bisher diese auch so ein bisschen aus dem Ärmel rausgeschüttelt, aber Empfehlung gehabt, 2 verschiedene Zielwerte, LDL 55 und 70, CKD 3 und 4. Jetzt fallen ja auch noch einige Menschen mit CKD 3, wenn sie eine große Albuminurie haben, in dieses Hochrisiko. Und da wird auch das Ziel LDL von 55 formuliert, was dann ja schon manchmal doch ein bisschen schwierig wird umzusetzen. Und dann die ganz spannende Frage, denke ich, für den Alltag. Wie halten wir es mit dem Aspirin in der Primärprophylaxe
bei diesen Hochrisikopatienten, die aber noch kein manifestes kardiovaskuläres Ereignis hat und wo dann ja doch irgendjemand mal auf die Karotte drauf guckt und dann eine Plaque zum Beispiel sieht. Sollen wir den Aspirin geben? Ich bin in letzter Zeit immer zurückhaltender geworden. Die Frage stellen wir uns ja auch alle. Also mit dem Aspirin, glaube ich, da müsst ihr nephrologischerseits sagen, diese Patientinnen und Patienten haben ja auch ein Blutungsrisiko wahrscheinlich, was erhöht ist. Die Daten dazu gibt es meines Wissens nicht. Wir sind eigentlich kardiologisch weg vom Aspirin in der Primärprävention bei nicht schwer nierenkranken Patienten. Du hast selber gesagt, glaube ich, die Studie läuft. Rivaroxaban probieren wir zu machen. Also allerdings zugegebenermaßen beim Diabetiker mit nur einem Gefäßbereich, also sagen wir nur KHK, zurückhaltend. In dem Moment, wo ein zweites im Sinne polyvaskuläre Atherosklerose, PAVK, dazukommt, wird es eigentlich hier viel gegeben. Wenn sie symptomatisch ist. Ja. Also sagen wir mal, es ist auch wirklich intervenierte PAVK plus KHK, die gehören das zu haben. Gut, aber dann bin ich in der Sekundärprophylaxe. Ne? Das wird ja eigentlich auch nicht diskutiert. Ja, ja, genau. Also ich spreche jetzt von Rivaroxaban zusätzlich. Also, sorry. Ja, genau. Und ASS, ich weiß nicht, Markus, wie ihr das seht, nephrologischerseits, das ist Hochrisiko für beides, aber auch für Blutung, oder? Ja, CKD-Patienten haben ja so ein Exzessblutungsrisiko mit abfallender GFR. Das geht bis auf 35-fache bei 15 GFR. Darum, glaube ich, habt ihr als Kardiologen unsere Patienten nicht so gerne am Kathetertisch auch liegen. Embolisieren leichter, bluten leichter. Also mir sind da keine Daten dazu bekannt, Gunnar, oder? Ja. Es gibt Subgruppenanalysen aus den Studien in der Primärprophylaxe, die sind komplett neutral gewesen, was Benefit oder Risiko betrifft hinsichtlich Progression der chronischen Nierenerkrankung. Klar, das Blutungsrisiko steigt. Also insofern würden wir das nicht liberaler machen, denke ich, als bei Nierengesunden. Und auch da meine Entscheidung ist dann meistens, wenn die Patienten, wir kennen das alle, dann von uns gefragt werden, warum nehmen sie es, ja, weil mein Blut so dick ist oder zum Schutz oder so. Und dann guckt man sich das LDL an und dann ist das LDL weit weg von den Zielwerten und dann tausche ich zumindest immer gern das Aspirin aus durch dann die intensiviertere cholesterinsenkende Therapie. Herr Suri, meinerseits noch zwei Fragen und dann bin ich meinerseits durch. Das eine ist dieser Prädiabetes-Begriff ist ja komplett verschwunden. Es steht in den Leitlinien auch kurz drin, dass er verschwunden ist, aber nicht so richtig, warum. Ist dieser Begriff aus der Diabetologie wieder weg? Und die zweite Frage, was ganz anderes aus Neugierde. Wir haben zu Beginn des Jahres mit Ihnen ja Ihre österreichische Studie besprochen gehabt zum SGLT2-Inhibitor beim akuten Myokardinfarkt. Jetzt haben wir auf dem letzten AHA-Kongress die Phase-3-Studie gesehen gehabt, die ja bestenfalls neutral gewesen ist, kardiovaskulär betrachtet. Wie ordnen Sie die Studie jetzt im Vergleich zu der Emma-Studie, die ja eigentlich eine puristischere Studie gewesen ist, ein? Ja, also zur ersten Frage, Prädiabetes, ja, es gibt die Definition noch immer, sowohl mit dem HbA1c als auch mit Nüchternzucker, also mit neuralen Glukosetoleranztest. Das Dilemma ein bisschen an der Sache ist, ja, wir haben schon Daten zu Metformin, zu Lebensstilintervention, dass die Progression zum Diabetes reduziert werden kann. Wir haben jetzt aber nicht wirklich Daten, die uns zeigen würden, dass ein Screening-Programm langfristig einen Benefit zeigen würde. Wir haben nicht wirklich eine gute Screening-Studie. Wenn wir uns dann aber eigentlich Studien anschauen zu Screening-Detected Diabetes, also das ganze Edition-Programm, dann war das durchwegs ernüchternd und hat eigentlich auch da nicht wirklich einen großen Vorteil gezeigt. Also ich glaube, dahingehend ein bisschen auch der Rückgang jetzt vielleicht des Interesses. Möchte es aber nicht ganz abschreiben, weil gerade jetzt mit den Dual-Triple-Agonisten, vor allem wenn wir Gewichtsreduktion angehen und wieder in die Frühphase der Adipositas, des Prädiabetes gehen, kann das wieder mehr ein Thema werden. Wobei, ich glaube, jetzt die Diskussion, ob das dann Prävention oder Therapie ist, wieder ganz ein eigenes Kapitel ist in dem Moment, wo ihr ein Medikament gibt. Und zur zweiten Frage, ja, dabei MI war recht ernüchternd, würde ich mal sagen. Und Sie haben die Kurve gekratzt mit der Win-Ratio-Analyse, die Sie dann irgendwann eingezogen haben, aber für sehr breite Endpunkte bis hin zu den metabolischen und damit war es noch signifikant positiv. Wenn man sich die harten Endpunkte angeschaut hat, war es eigentlich sehr ernüchternd und hat keinen Benefit gezeigt.
Die waren ein bisschen, die Studie war ein bisschen anders aufgesetzt, später, ein bisschen späterer Beginn als in der EMI-Studie. Wir waren ja wirklich innerhalb von 72 Stunden. Die sind, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 10 Tage, 14 Tage so ungefähr dann danach gewesen mit eingeschränkter Nierenfunktion, mit eingeschränkter Ventrikelpumpfunktion. Aber ich war auch enttäuscht. Ereignisraten waren niedrig, waren am Ende des Tages underpowered für die Frage. Eine läufte noch, Empact MI mit Empagliflozin. Die schauen wir uns noch an, um das endgültig zu beurteilen. Aber derzeit sehe ich nichts, was die Guideline ändern würde. Lieber Herr Suri, dann würde ich auch Ihnen ganz herzlich danken wollen, dass Sie zum wiederholten dritten Male bei uns zu Gast waren, insbesondere jetzt auch den Fragen Rede und Antwort gestanden sind, die wir in das Diabetologiefeld hatten. Ist ja schon fast undankbar. Einer hält den Vortrag und der andere muss dann die Fragen dazu beantworten. Aber ich glaube, das war für uns alle wieder sehr erhellend, schöne Diskussion. Kardio-Nephro-Diabeto oder Diabeto-Nephro-kardiologischer Sicht. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Dankeschön.